Ich habe mir heute mal von Mavix den Vergleich angeguckt von Rennsport und ACC im BMW. Meine Herren, da geht's heiß her. Du, rein ins Video. Ab! Also, gehen wir doch mal rein in den Vergleich. Ich glaube, ich muss ein bisschen lauter machen, sonst verstehen wir Mavix nicht. Freunde, wir machen heute was ganz Spannendes, denn ich habe mir überlegt, wir stellen den direkten Vergleich zwischen ACC und Rennsport auf. Das heißt, diese Kombination, die ihr im Hintergrund sehen könnt, BMW M4 GT3 auf dem Nürburgring, das können wir in beiden Simulationen bereits fahren, beziehungsweise Rennsport ist ja noch eine sehr, sehr frühe Version. Da ist diese Kombination aber enthalten und in ACC ja sowieso, das kennen wir ja schon mittlerweile. Und wir werden mal den Sound, die Grafik generell, wie ist die Strecke umgesetzt, diese ganze Atmosphäre auf der Strecke und so, was macht wer besser? Das werden wir uns heute mal anschauen und deswegen würde ich sagen, wir starten hier in beiden Simulationen hier. Oh, Pitlimit der nicht aus. Mabix, was ist da los? Entschuldigung, wer ist Pitlimiter? Mal durch, erstmal in ACC und jetzt fahren wir auch in Rennsport los und wie gesagt, ich stelle jetzt mal beides direkt gegenüber und werde mal so ein bisschen hin und her springen und hier können wir uns erstmal den Soundunterschied so ein bisschen anhören. Zwischen beiden Rennsimulationen und da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare so ein bisschen schreiben. Also ich werde mal ab und zu so ein bisschen ruhiger sein in gewissen Situationen, damit ihr das einfach mal besser hören könnt, wie sich das Ganze anhört hier auch im BMW. Rennsport hat ein bisschen mehr Leben, ne? Rennsport hat so ein bisschen mehr Leben im Motorsound. Also es könnte voluminöser sein vom Klang her, aber er lebt mehr. Es ist nicht so. Und was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, der BMW in Rennsport ist vom Sound her definitiv das beste Auto. Das ist schon ein überarbeiteter Sound, so wie ich das verstanden habe. Und dementsprechend hört er sich einfach besser an. Hier nochmal der ACC-Sound, auch wenn wir den natürlich schon öfter gehört haben. Also ich finde, in ACC hört er sich so ein bisschen künstlicher an. Also er hat so eine komische Note. Ich sage immer liebevoll, es hört sich irgendwie an wie so eine Aquariumpumpe. Eine Aquariumpumpe? Das hört sich an wie ein 40-Jähriger, der zum Mittagsschlaf ruft. Mittagsschlaf? Ja, doch, war richtig. Aber in Rennsport klingt das Ganze irgendwie ein bisschen rauer, ein bisschen knackiger, so vom Motorensound her. Gerade beim Runterschalten hat man halt dieses Racing-Feeling, also dass es sich so ein bisschen nach Rennauto anhört, auch wenn die natürlich heutzutage viele Autos entschärft haben vom Sound her hier und da. Es ist nicht mehr so wie vor 20, 30, 40 Jahren, dass die Dinger dich einfach komplett zugedröhnt haben, sondern es hört sich natürlich mittlerweile ein bisschen anders an. Aber trotzdem finde ich die Note an sich in Rennsport tatsächlich noch mal ein bisschen besser. Hier können wir uns das Ganze auch noch mal von außen anhören. Das geht schon so ein bisschen in Gran Turismo-Sound. So, das ist jetzt nicht so schön. Nee, ja, von außen nicht ganz so hübsch. Und da hört man wirklich ganz, ganz deutlich, wie der Unterschied ist. Hier haben wir auch übrigens gesehen, dass der Nürburgring mit der engen Schikane in Rennsport gefahren wird und in ACC mit der schnelleren Schikane. Aber von außen hat man es ganz deutlich gehört. Das ist schon ein großer Unterschied. Also wirkt einfach aggressiver, es wirkt lauter in Rennsport und zumindest der BMW gefällt mir jetzt hier im direkten Vergleich ein wenig besser, muss ich zugeben. Und wir gehen hier mal auf eine, ja, sagen wir mal eine Runde. Es war jetzt keine super schnelle Runde oder so, aber ich will euch einfach nochmal auf diese Runde mitnehmen jetzt hier in Rennsport. Ich habe extra das Lenkrad jetzt erstmal eingeblendet gelassen, damit ihr auch so ein bisschen sehen könnt, wie man hier fährt. Und ihr seht auch hier und da, habt ihr im letzten Video auch schon gesehen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann gerne nach diesem Video auschecken. Man sieht definitiv, dass das Auto mehr rutscht. Man muss mehr am Lenkrad arbeiten. Es ist ein schwammigeres Gefühl. Und da weiß ich auch noch nicht, ob ich da so ein Riesenfan von bin im direkten Vergleich zu ACC, weil in ACC fährt es sich hier und da. Natürlich, ich habe mich auch mittlerweile daran gewöhnt. Es fährt sich für mich intuitiver, weil man einfach ein besseres Gefühl für den Grip hat und dementsprechend ja einfach
ein intuitiveres Gefühl hat. Hier gehen wir jetzt auch nochmal in die andere Perspektive. Und ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was sagt ihr zum Nürburgring jetzt im direkten Vergleich. Ich finde, es ist schon ein Unterschied vom, ja, nicht vom Layout an sich, aber so vom Gefühl her, auf der Strecke zu fahren. Das kann natürlich zum einen an der Fahrdynamik liegen, wie man den Rennsport generell fahren muss. Aber ich finde, es fühlt sich auch irgendwie ein bisschen anders an von der Strecke her, obwohl beide Strecken ja lasergescannt sein sollen, gibt es hier und da ja dann doch nochmal Unterschiede. Und gleich werden wir auch nochmal die enge Schikane sehen, die ich allerdings auslasse, weil ich einfach mal wissen wollte, wie sind denn hier so die Rundenzeiten, auch wenn das jetzt keine gute Runde an sich war. Aber die Rundenzeiten sind tatsächlich in Rennsport, Stand jetzt, auch nochmal eine ganze Ecke schneller als in ACC. Das haben wir auch auf Spa gesehen, bei dem E-Sports-Event. Hier habe ich jetzt ja den normalen Bremspunkt genommen, hab hier sogar fast nochmal die Karre verloren, also ein bisschen schnell reingefahren, hier in den Drift gekommen, also hier nochmal einen dicken Fehler gemacht zum Schluss, aber ihr seht es, selbst mit dieser, ja, etwas schlechteren Runde, eine 53 Mitte, 53,5 haben wir jetzt hier im Delta. Alter, what the fuck? Ja, von der 53 gehe ich schon Nahtoderfahrung ein in fast jeder Co. Alles klar! Aber ich glaube, das kann man schon mal festhalten, in Rennsport sind die Zeiten schneller, wir sind ja auch mit knapp 40 Litern unterwegs gewesen, das heißt, ja, nicht mit dem direkten Quali-Setup, wenn es so... Boah, ich vermisse jetzt schon den Rennsport-Sound von BMW. Ich vermisse jetzt schon den Rennsport-Sound von BMW. ...sehen willst, sondern wir haben ein bisschen mehr Sprit an Bord und jetzt sind wir hier wieder in unserem altgewohnten Umfeld, auch wenn es das falsche Auto ist, aber... Für den Vergleich haben wir es dann auch mal getan. Wir sind den BMW M4 gefahren. Und das Ganze jetzt hier mit weniger Sprit. Also circa 30 Liter weniger Sprit. Und vom Gefühl auf jeden Fall die deutlich bessere Runde. Auch wenn es natürlich jetzt keine wahnsinnig gute Runde war. Sondern ich wollte, wie gesagt, euch einfach mal den Vergleich an sich zeigen. Aber da könnt ihr natürlich auch gerne schon mal in die Kommentare schreiben. Was sagt ihr jetzt im direkten Vergleich? ACC versus Rennsport. Was sagt ihr zum Sound? Was gefällt euch besser von der Optik, vom Gefühl her, vom Zuschauen her? Also einfach mal alle Faktoren, die euch so einfallen, gegenüberstellen und einfach mal so ein paar Pro und Kontras in den Raum werfen, weil das würde mich auch sehr interessieren. Ich selber, ich kommentiere es ja jetzt gerade auch nach und es sieht oder es macht auf jeden Fall vom reinen Zuschauen her auch nochmal einen deutlich anderen Eindruck, finde ich persönlich. Also Rennsport hat, natürlich ist das Field of View jetzt nicht identisch gewesen, die Kameraperspektive und alles. Das macht jetzt ACC erstmal auf den ersten Blick auf jeden Fall langsamer. Und in Rennsport sieht das Ganze ein bisschen spektakulärer hier und da aus. Aber auch vom Grundding her, finde ich, es macht einen anderen Eindruck vom Zuschauen. Und es, man muss jetzt natürlich auch immer sagen, ich bin ACC jetzt 3.500 Stunden circa gefahren. Und Rennsport ist was komplett Neues. Deswegen wird da die Wahrnehmung wahrscheinlich hier und da so ein bisschen verfälscht und man wünscht sich alte Sachen aus ACC in Rennsport, aber gleichzeitig will man irgendwie was Neues. Deswegen, das ist so ein Auf und Ab die ganze Zeit in den Gedanken. Hier sehen wir jetzt ja nochmal die ACC-Schikane, die wir auch nochmal schön verkackt haben. Also jetzt hier, ähnlich wie gerade in Rennsport, haben wir nochmal schön in der Schikane hier verkackt und sind jetzt hier eine 1, ich weiß gar nicht, 53 hoch war es, glaube ich, 53,9. Sind wir hier gefahren, obwohl es eigentlich vom Gefühl her die bessere Runde war. Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Hat euch dieser Vergleich gefallen? Lasst ein Däumchen da, wenn ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Checkt gerne hier mein erstes Rennsport-Video aus, wo ich das erste Mal Rennsport gefahren bin auf Spa und auf dem Hockenheim. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Mabix. Haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao. Was mir halt gleich auffällt, ist, dass der Spiegel nicht geht. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Aber das wird wahrscheinlich noch kommen. So von der Optik her, weil ich das jetzt natürlich auch schon ein, zwei Mal mitbekommen habe, die Unreal Engine, die in Rennsport verwendet wird, ist die 5er und die ACC Unreal Engine ist noch die 4er. Also, dass es natürlich ein bisschen besser aussieht, ist klar. Ich nehme auch mal an, dass Mavix für den Triple Screen auch alles ein bisschen runtergedreht hat. Das kommt ja auch noch mit dazu, ne? Also von der Grafik her. Ich weiß jetzt nicht, wie denn die Settings da waren. Kleinen Moment. Das kann man jetzt, das weiß ich jetzt auch nicht. Schön sieht es alle Male aus, auf jeden Fall. Die Autos an sich sehen sehr identisch aus und auch gleichzeitig sehr, sehr schön. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich mag den Sound beim BMW von außen nicht so gerne. Das klingt irgendwie wie so ein Rasenmäher. Von drin ist es aber schöner.
So vom Fahrverhalten kann ich das gar nicht sagen. Ich hoffe, ich bekomme auch mal die Möglichkeit, das zu testen. Ich werde vielleicht die nächsten Tage mal den Entwickler anschreiben und fragen, ob ich vielleicht auch mal reinschnögern darf. Aber grundsätzlich macht es echt einen guten Eindruck. Es macht einen guten Eindruck. Und da hört man wirklich ganz, ganz deutlich, wie der Unterschied ist. Hier haben wir auch übrigens gesehen, dass der Nürburgring mit der engen Schikane in den Rennsport gefahren wird und in ACC mit ja, der schnelleren Schikane. Aber von außen hat man es ganz deutlich gehört. Das ist schon ein großer Unterschied. Also es ist, wirkt einfach aggressiver, es wirkt lauter in Rennsport und zumindest der BMW gefällt mir jetzt hier im direkten Vergleich ein wenig besser, muss ich zugeben. Und wir gehen... Auch die Overlays sind sehr, sehr schlicht gehalten. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das nachher aussieht, wenn der ganze Bildschirm voll ist. So. Aber so an sich ist es echt schick. Es ist sehr schmal, sieht aus wie AC, also das normale AC, das alte. Das macht auch einen schönen schlanken Fuß. Also es ist irgendwie nicht so präsent und dominant, was natürlich bei ACC auch so ist. Das ist schon sportlich. Ist gut. Wo ich gerade lese, die ACC-Settings sollen auf Ultra sein. Not sure? Müsste man mal nachfragen. Müsste man wirklich mal nachfragen, ob das Ultra ist. Jetzt. Vielleicht ist es durch die Aufnahme, weil, naja gut, was heißt durch die Aufnahme? Du hast hier auch sehr viel Grün drin, was ja für den Encoder meistens eine Problematik ist. Aber alles auf Ultra, die Straße sieht auf jeden Fall nicht nach Ultra aus. Gut, aber es ist halt, spielt am Ende wirklich keine Geige, weil wir können nicht Äpfel und Birnen vergleichen, weil es Unreal Engine 5 ist und Unreal Engine 4 bei ACC. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Ne? Also ich bin da, ich will nicht sagen, ich bin gehypt. Ich denke aber guter Dinge, dass das was werden könnte. Ich hoffe, dass der Sound noch mal ein bisschen überarbeitet wird. Es hört sich nicht geil an. Also von außen nicht. Von innen ja. Ne? Dass die Dinger dich einfach... Gucken, haben wir hier noch mal die Möglichkeit? Ja, hier. Irgendwie ein bisschen rauer, ein bisschen knackiger, so vom Motorensound her. Also innen ist schön, außen nicht. Gerade beim Runterschalten hat man halt dieses Racing-Feeling, also dass es sich so ein bisschen nach Rennauto anhört, auch wenn die natürlich heutzutage viele Autos entschärft haben vom Sound her, hier und da. Es ist nicht mehr so wie vor 20, 30, 40 Jahren. Deswegen finde ich, das Ganze auch nochmal von außen anhören. Das ist wirklich so ein Gran Turismo-Sound. Den finde ich persönlich nicht so schön. Nee. Ich kann mich auch nicht entsinnen, wie die klingen. Also ich überlege gerade die ganze Zeit. Ich habe ja 12 Stunden Bathurst geguckt und da sind ja auch 2 BMWs mitgefahren. Kann mich nicht entsinnen, dass der so klingt. Aber gut, es ist ja nur eine Frage der... wie sagt man, der Zeit. Vielleicht ändern sie da nochmal was, gehen da nochmal ran und ändern da nochmal was. von der Schnelligkeit her, weil das ja auch gerade angesprochen wurde, ich denke, das könnte daran, ich weiß nicht ganz genau, wie gut oder wie ausführlich die FOV-Einstellungen sind bei Rennsport, weil dadurch, dass wir ja in ACC alle, also die meisten Leute, die ihren FOV eingestellt haben und sogar ausgerechnet haben und den ganzen Kladderadatsch, und das mehr, sage ich mal, ins Real Life rangeht, ist das durch die FOV-Einstellung doch relativ langsam im Vergleich eventuell zu Rennsport. Ja, also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Dass es offensichtlich schneller ist, sieht man ja an den Rundenzeiten. Was da nachher dran ist, muss man mal gucken. Weil es hat ja auch irgendwann so seine Grenzen. Ne? Es soll ja eine Simulation sein. Und ich sag mal so, wir fahren ja jetzt schon nur als Beispiel... auf Bathurst ist die schnellste Runde mit einem GT3, die je gefahren wurde, eine 208, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von Maro Engel in diesem Jahr gewesen. Also das ist auch Streckenrekord.
Und in ACC sind wir, glaube ich, schon bei hohen 58ern. Also ich weiß jetzt nicht, wie nah sowas an der, Realität dran ist. Man darf natürlich immer nicht vergessen, in der Simulation hast du keine Materialangst, ne? Also du hast nicht die Angst, das Auto kaputt zu machen. Das spielt ja im realen Leben auch immer noch eine Rolle. Das heißt, du kannst ja noch mehr ans Limit gehen. Inwiefern das jetzt hier, ich meine, wir sehen gerade eine 1,57 in der Prediction. Was ist er am Ende gefahren in der einen Runde? Was war das? Eine 1,53 und das war richtig schlecht, ne? Ja, aber da ist er auch die normale Schikane gefahren, ja, 1,53,5. Also das war nicht die langsame Schikane, die er, 1,53,5. Und die Runde sah jetzt wirklich nicht gut aus. Also da müsste man dann mal gucken, wie sich das am Ende, sag ich mal, einpegelt, ne? Aber trotzdem macht einen schönen schlanken Eindruck. Finde ich gut. Also ich denke, Rennsport kann gut dazu beitragen, dass Simracing noch belebter wird. Weil sie haben ja jetzt noch die Möglichkeit mit der ESL gemeinsam und ihre Turniere, die sie jetzt veranstalten, dass das ein Riesending wird. Und das ist gut, weil je mehr Möglichkeiten wir haben zu fahren, desto besser ist es. Nicht wahr? Ich meine, wenn wir uns überlegen, früher sind wir nur Gran Turismo gefahren. Dann kamen immer mal so vereinzelt ein paar Sachen mit rein und jetzt haben wir halt schon echt große Mitspieler, ne? Also ACC, wir haben Rennsport ist mit drin, iRacing ist mit drin, R-Factor ist mit drin. Das heißt, wir haben ja schon vier große Titel, nur alleine und da gibt es ja weitaus noch mehr, die mit reinspielen. Gran Turismo kam ja jetzt auch ein neuer Teil raus, was ja auch gefahren wird, wobei das ja auch mehr Simcade ist. Ist das echt gut für uns, dass wir viele, viele Mitspieler haben auf dem Spielfeld, das, was uns die Möglichkeit gibt, viele Dinge zu fahren. So. Also, geil. Gucken wir mal, ob ich vielleicht die Möglichkeit bekomme, auch mal zu fahren. Ich schreibe mal den Entwickler an und mach mal Zwinker-Zwonker. Schön, dass du bis zum Ende durchgeguckt hast. Was hältst du von Rennsport? Sagt dir das zu? Wartest du sehnsüchtig drauf? Bist du gehypt? Rammel doch mal einen Kommentar rein. Und wenn du schon mal dabei bist, klatsch noch ein Däumchen drauf, hoch, runter. Und dann machst du noch ein Abonnement. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.